Du kommst unwahrscheinlich viel herum und wir wissen jetzt so ein bisschen, was du gerne machst in deiner Freizeit und warum dir Trier gefällt. Aber du sagst auch, Trier muss eigentlich den Vergleich vom Nachtleben her gar nicht mit Großstädten scheuen. Nee, nicht unbedingt. Also momentan haben wir in Trier ein kleines Problem, dass die Clublandschaft ein bisschen eingeschlafen ist. Das muss man schon sagen. Die alteingesessenen Clubs werden nicht mehr besucht, haben keine Akzeptanz mehr bei den 10 Leuten. Was ich irgendwo auch verstehen kann. Aber sonst, was die Partylandschaft angeht und das Kulturangebot, müssen wir uns wirklich nicht verstecken. Also ich habe ja auch schon mal in Köln gelebt und auch in Saarbrücken. Das sind jetzt auch keine Megastädte. Aber auch da ist nach einem halben Jahr bis ein Jahr alles so normal geworden. So normal geworden wie Trier im Grunde genommen halt. Ne? Ja, dein Rezept gerade gegen diesen Club-Schwund. Du machst ja eigene Partys auch. Was hältst du noch für uns bereit diesen Sommer? Ja, mein Rezept sind natürlich klar unsere Events. Zu einem Funky LA hat sich ja jetzt 4 Jahre hier etabliert. Sind seit der, ja, würde ich sagen, 3. Ausgabe von Funky LA immer ausverkauft, witzigerweise. Heißt nicht, dass die ersten beiden schlecht waren, aber da sind wir da so immer bis zum Limit gegangen. Das 4 Jahre zu halten, ist natürlich auch ein hoher Standard. Dafür tue ich alles in meinem Herzen, was ich kann, mit meinem Team. House Lovers ist ja unser neues Konzept, was ich mit meinem Team auf die Beine gestellt habe. Was wir auch schon erfolgreich in Trier einmal gemacht haben. Werden wir jetzt im Sommer nochmal machen und werden damit auch auf Deutschland-Tour gehen. Also wir werden in Luxemburg regelmäßig wohl sein, das konnte ich die Woche noch klären. Ihr geht auf Deutschland-Tour in Luxemburg? Nein, wir werden also eine Deutschland-Tour machen, aber auch in Luxemburg halt sein. Okay. In Luxemburg regelmäßiger. Wir werden nochmal am Nürburgring sein mit diesem Event, verschiedene andere Clubs. Da wird auch noch ein bisschen was passieren halt. Und ja, das ist so ein neues Konzept, was mir auch so ein bisschen am Herzen liegt, weil es einfach gut klingt und man da auch nochmal von der Musik her noch ein bisschen tiefer ins Detail gehen kann als bei dem altbekannten Funky LA-Konzept. Okay. Du stehst natürlich auch nicht nur hier auf der Sky Lounge und auch in den verschiedensten Clubs an den Plattentellern, sondern du produzierst ja auch, wie du sagst, selbst viel. Woran arbeitest du gerade? Just gerade an der Nummer U. Die wird Juli in den Handel gehen. Also wir werden die bemustern für verschiedene DJ-Pools. Das geht alles wiederum von Hamburg aus. Das Label Reeperbahn Recordings mit der Leitung von Ralf Picker hat das alles in die Wege geleitet. Da gibt es zwei Promo-Firmen, die sich darum kümmern, eine Woche, 2 Wochen lang, und das halt an zigtausende von DJs versenden, wo man auch ein Feedback geben kann. Und dann wird das Ganze dann auch bei Beatport und iTunes und sowas auch zu finden sein, wo die Leute das dann kaufen können, was weiß ich, für 99 Cent oder sowas. Ich glaube, man macht das mittlerweile so, dann kann man für 1,99 € kann man 3 Mixer auf einmal laden oder sowas. Das gibt es so Angebote. Ich denke, das ist kein großes Geld, das sollte jedem eine gut produzierte Platte wert sein, zumal sie nicht ein Cover ist, sondern selbst geschrieben und produziert mit meinem Freund Peter Alberts zusammen, der hier in Trier auch lebt. Ja, es ist jetzt die 3. Platte auf Reeperbahn und ich glaube, es ist die beste, die wir bis jetzt produziert haben. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Wir haben 3 Mixe, unter anderem auch einen Remix von Sean Finn, ein Freund von mir aus Stuttgart, der jetzt im Monat April bis Mitte Mai Nummer 1 der deutschen DJ Dance Charts war. Also DDC, das ist schon was mit der Nummer No Good. Und der kommt übrigens auch jetzt am Wochenende zum Spielen. So 4 Jahre Funky LA. Ja, und hat einen Remix beigesteuert. Ich selber habe 2 Mixe gemacht und damit gehen wir jetzt mal auf den Markt und schauen mal, was damit passiert. Okay. Also einfach mal runterladen. Ab Juli also überall zu haben. Aber jetzt konkret vor der Haustür steht das Altstadtfest. Da hast du ja mit Sicherheit auch wieder deine Hände mit dem Spiel. Oh ja. Altstadtfest wird dieses Jahr ziemlich verrückt und ziemlich groß, glaube ich. Wenn das Wetter mitspielt, wir machen also eine 3-Etagen-Geschichte. Wir machen einmal auf der Skalung, an der wir uns jetzt hier befinden. Die wird also ganz normal offen sein. Wir werden eine Street-Lounge zum ersten Mal machen vor der Tür von Karstadt. Dort werden wir halt ein bisschen schicker aufbauen. Es wird eine grüne Rasenfläche geben, es wird ein bisschen Sitzgelegenheiten geben. Wir werden Cocktails machen, es gibt ein bisschen Wein und Sekt, natürlich auch Bier, logisch. Das ist so eine Geschichte. Dann werden wir da natürlich am Samstagabend eine Art Aftershow-Party machen, aber nutzen das Ganze als 4-Jahres-Funky-LA-Event, weil wir ja im Juni vor 4 Jahren geboren worden sind und das erste Event hatten. Damals in Bonn haben wir gestartet. Im Uniclub in Bonn, witzigerweise. Ja, und werden da samstagsabends richtig Gas geben. Und wir haben noch so ein kleines Special. Die beiden Moderatoren, Joko und Klaas von MTV und Pro7, werden hier auf der Skalung sich 2 Stunden einfinden. Wir werden so ein kleines Battle machen, so Giro sucht Hero halt. Kennt, glaube ich, momentan jeder.
Es sind 120 VIP-Gäste eingeladen, die so eine Art Meet and Greet machen können. Also da gab es so ein Gewinnspiel zu. Ich habe ein paar verteilt und eingeladen und die Sparkasse natürlich auch als Hauptsponsor. Und darauf freue ich mich ganz besonders drauf, weil es für mich so ein Highlight ist. Ich meine, es sind halt Prominente aus der Bundesrepublik und es ist schön, dass die mal einfach in Trier sind, in unserer schönen Stadt. Und dieses wunderbare Fest, was wir ja alle mal gerne feiern, mit uns gestalten. Du hast gerade gesagt Gewinnspiel. Was muss ich tun, um mit dir zusammen Joko und Klaas zu treffen? Bei Facebook mir auf die Pinnwand schreiben, warum gerade du Joko und Klaas mit mir treffen magst. Okay, gut, das ist auch E-Mail. Dann werde ich gleich mein iPhone rausnehmen. Ich werde das tun. Ich kenne dich zumindest ein bisschen, deswegen vermute ich, wenn ich jetzt frage, welche Pläne hast du noch in der Schublade, kannst du mir noch was verraten? Also ich habe bis jetzt in meinem Leben alle Wünsche und Träume, die ich hatte, fast erfüllt. Also ich wollte meinen Snowboardkurs machen, ich habe einen Tauchschein gemacht, ich wollte vielleicht mal eine Dachterrasse machen. Das Funk-A-Konzept hatte ich jahrelang vor Augen und ich denke mal, langfristig werde ich was Eigenes noch machen im Bereich Bar, Club, wer weiß. Also das ist schon so ein Ziel von mir. Das muss man auch, glaube ich, nicht als Geheimnis in sich bewahren. Jeder, der eins und zwei zusammenzählt und mich kennt und sieht, wie beweglich wir sind, was wir alle tun, das Team und ich quasi, wird das der nächste Schritt sein. Man hat mir schon verschiedene Sachen angeboten, aber die habe ich dankend abgelehnt. Dafür bin ich schon zu lange im Geschäft. Ich warte auf das Ding, was so mein Lebensziel sein wird. Ich glaube, das ist so ein Traum von mir, den werde ich mir auch erfüllen und werde auch dicke Ellenbogen machen. Jeder, der mir im Weg steht und meint, er müsste mir da Probleme bereiten, wird dann sehen, dass auch ein Andreas Berg oder ein Andy B. Jones sehr, sehr ernst werden kann. Und das ist so ein Ziel von mir. Und natürlich weiterhin ein guter Bürger sein von Trier. mit den Trierern zusammen feiern, was für die Kultur tun, was für die Stadt tun. Das sehe ich auch so als meine Aufgabe an. Ich glaube, das kann ich auch am besten. Also Musik machen und Eventmarketing, das ist so meine Welt und mein Leben. Okay. Und vielleicht Trier ein bisschen großstädtiger zu machen. Auch eine schöne Geschichte, oder? Das ist eine super Geschichte. Dabei wünsche ich dir persönlich viel, viel Erfolg. Auch, dass du dein Ding findest, dass deine Ellenbogen gar nicht so doll oft ausgefahren werden müssen. Ich danke dir recht herzlich fürs Interview, für den Eistee und sag einfach mal, keep it funky. Genau, sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Danke.